Hallo Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Harry Potter und der Feuerkelch Part 2 auf meinem YouTube-Kanal DuggyLP. Das schönste Let's Play auf ganz YouTube und ich habe richtig Bock und... Was mache ich euch vor? Ich habe eigentlich gar keinen Bock. Leute, ihr habt euch vielleicht in der letzten Folge gefragt, hey Moment mal Daniel, warum ist deine Webcam-Grafik so scheiße? Warum ist die Spielgrafik so scheiße? Warum bist du so scheiße? Also zur letzten Frage habe ich keine direkte Antwort, weil ich weiß es nicht. Aber zu den anderen beiden Fragen habe ich eine Antwort, weil man in diesem Spiel die Grafikeinstellungen nicht überarbeiten kann und ich hatte keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen, irgendwas im Spiel rumzufrickeln, wie ich es bei den anderen Teilen hatte, weil die Bock gemacht haben. Und ja, deswegen ist das Ganze irgendwie auf 480 Pixeln aufgenommen und ich ziehe das dann immer auf 720, glaube ich. Deswegen. Ja, aber ich denke, das tut dem Ganzen keinen Abbruch, oder? Es ist ein Trash-Let's Play, dann gehört die Grafik halt einfach mit zu dem Aspekt dazu. So, wir haben in der letzten Folge die allererste Mission begonnen und müssen jetzt weitermachen mit Verteidigung gegen die dunklen Künste, Lektion 1. Und ich würde sagen, ohne lange Umschweife und weil ich auch überhaupt keine Lust habe, das länger zu führen, als es unbedingt nötig ist, drücken wir jetzt mal auf Leertaste, Leertaste. Hui, und rein da! Wähle eine Spielfigur. Ich nehme immer Hermine, ja? Okay. Oh Gott, meine Augen jucken. Drücke Fluch, ja. Was für Fluch? Was ist jetzt los? Was habe ich getan? Was? Hä? Oh Gott, keine Sammelkarte. Was für Sammelkarten? Ich will keine Sammelkarten. Ich will einfach nur spielen. Ich will einfach das Level schaffen. So, warte. Leertaste wählen. Drücke Fluch. Heißt Fluch... Wählen, wählen, wählen. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. Harry, Ron und Hermine trafen Mad-Eye Moody für eine zusätzliche Stunde Verteidigung gegen die dunklen Künste. Klar, Dreierunterricht, warum auch nicht? Es ist so logisch. Ihr fragt euch wohl, warum ich euch hierher gebracht habe, was? Die haben was animiert. Hier werdet ihr lernen, wie ihr euch verteidigt. Auf geht's! Und vergiss nicht, immer wachsam. Die haben 3 Sekunden animiert. Zielt mit einem Fluch darauf. Nee. Wow. Okay, ich war gerade wirklich Aber immerhin muss man sagen, sie haben die Räume schon ziemlich akkurat nachgebaut. Also hässlich, aber akkurat. Und ich habe gerade keinen Bock auf Unterricht, deswegen gucken wir uns jetzt hier erstmal in Ruhe um. Also, das ist der Verteidigung gegen die dunkle Künsteklassenraum. Hier ist die Tür, die ist auch akkurat an der richtigen Stelle. Und mehr kann man sich ja eigentlich auch nicht anschauen. Frag mich, wer die Tische auf die Seite geschoben hat. Wahrscheinlich Hermine wieder. Weil wir haben letzte Folge schon gelernt, dass Harry und Ron einfach krasse Sexisten sind, die einfach alles die Frau machen lassen. Richtige Arschlöcher. Okay, okay, ja, dann drücke ich mal X. Gebt auf jeden Fall die blauen Bohnen auf. Wieso nur die blauen? Sie helfen euch beim Zaubern. Hey, kommt doch mal wieder. Wieso backen die denn auch in die Wand? Das ist unmöglich. Das ist ja nicht normal. Wieso können die denn einfach in Wände backen? Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ich mache jetzt... Ach so. Gemeinsam drücken, um was? Magicus Extremus zu... Was für Magicus Extremus? Jetzt sind das auch noch heilige Götter. Was ist denn jetzt los? Ist das die heilige Kraft Gottes, die mir jetzt in... Oh Gott, ich habe Superkräfte. Ich möchte fliegen. Flieg, Hermine. Du bist ab jetzt ein Marvel-Held. Oder auch nicht. Ist schon vorbei. Oh, da kann ich auch noch was... Oh, ich kann hier alles zerstören. Oh, blinde Zerstörungswut. Blinde Zerstörungswut. Blinde Zerstörungswut. Ja. Sag mal, Harry, Ron, sag mal, ist das hier wieder Einzelunterricht oder wird einfach meine Leistung für alle drei gewertet und die können sich ausruhen und mir auf den Hintern gucken oder was? Ron, guck nicht dahin, du... ja. Leute, ich hab maximale Probleme. Ich will das alles hier eigentlich gar nicht, aber ich werde gezwungen von euch, weil ihr sagt, ich soll alle Spiele spielen. Dabei will ich das gar nicht. Also doch, eigentlich will ich schon. Ich jammer gerne. Also, ich will dieses Spiel auf meinem Kanal haben, aber ich will es nicht spielen. Und ja, das ist ein Paradoxon. Aber ein gutes, würde ich sagen. Ne? So, wo muss ich jetzt irgendwas zaubern? Hallo? Der Eimer ist es nicht. Warte, wir drücken nochmal Heilige Kraft Gottes aktivieren. Hä? Ich kann S nicht mehr drücken. Okay, jetzt verstehe ich gar nicht mehr. Sag mal, Mad-Eye, was ist denn jetzt hier? Was muss ich jetzt zaubern? Ich laufe nochmal hier lang. Vielleicht da irgendwas? Es gibt wirklich nichts Besseres als diese Bohnen. Hehe, schön, Ron. Dann sammel sie ein, während ich hier arbeite. Na los!
Genau, Hermine gibt Ansagen. Mal los jetzt hier. Was ist denn hier? Können wir da irgendwas zaubern? Ah, hier können wir was zaubern? Okay. Hä? Also wir müssen anscheinend irgendwie jeden Bereich einmal abgezaubert haben, der da so möglich ist. Kommt jetzt wieder ihr... Guck mal, die laufen so schnell von mir weg, dass ich halt auch gar nicht mehr einsammle. Vielleicht sammle ich die auch ein und das ist einfach nur die Einsammelanimation. Wenn das die Einsammelanimation ist, dann bin ich Günther Jauch. Also, beziehungsweise sie ist scheiße, wollte ich damit sagen. Was nicht das gesagt hat, was ich sagen... Also, ich halt einfach den Mund und zaubere Sachen hier drauf. So, jetzt haben wir da noch die Kiste. Und hier und da und da und da und hier nochmal und da nochmal und hier so und da so und da so und ich weiß nicht, was ich hier tue. Ah, hä? Okay. Ja. Okay, da können wir auch nochmal. Okay. Okay, ja, gibt's hier sonst noch irgendwas? Ich meine, wir haben jetzt alle einmal abgezaubert, würde ich sagen. Ah, nee, doch nicht. Okay, alles ist es doch nicht gewesen. Nee, das ist die Einsammelanimation. Warte, ich habe jetzt gerade nie was eingesammelt. Das ist cringe. Das ganze Spiel ist cringe. Ich verstehe halt auch die Mission einfach nicht. Was wollen die denn hiermit erreichen? Dass wir zielen lernen oder was? Hm. Okay, da ist noch irgendwas, was wir... Okay. 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 Ist hier noch irgendwas? Sag mal, ich will nicht alles alleine machen müssen. Mad-Eye, kann ich zu dir hochkommen? Oh! Hä? Warte mal. Konnte ich da die ganze Zeit rein? Ich war gerade 9 Minuten in einem Raum, in dem ich hätte gar nicht sein müssen. Ach so, ja Leute, ne? So viel dazu. Also ich, ja. Sumpfkrattler. Sehr gut, Granger. Sumpfkrattler. Sehr gut, Granger. Ja, voll die Leistung. Ich meine, wir haben die ja auch vorhin nur 1000 Mal ermordet. So, und du stirbst jetzt nämlich auch, du Drecksie. Hey, Spitze. Im dritten Teil haben Ron und Harry halt wenigstens mal so geholfen, wisst ihr? Also da war das ist zumindest so eine Dreierarbeit, auch als wir zum Beispiel das Monsterbuch der Monster angegriffen haben oder diesen Brunnen, wo die ganzen Wichtel rauskamen. Da waren die beiden aber immerhin tatkräftig dabei. Aber hier? Das war großartig. So, warte mal, jetzt sollen die mal helfen. Haben die gerade geholfen? Hä, ich hab den nur einfach nur hochgenommen. Naja, okay, das reicht anscheinend. Nein, du lässt mich in Ruhe. Geh weg. So, Leute, tötet ihn. So viele rote Bohnen, wie ihr könnt. Ihr werdet eure ganze Kraft brauchen. Okay. Ich werde mein Bestes geben. Los, Ron, töte ihn. Sehr schön. Oh Gott. Ja, Harry, los. Greif ihn an. So, und jetzt einmal Flüche draufkicken. Ich glaube, das ist voll effektiv. Wir können uns nicht so schnell beißen, wenn die in der Luft fliegen. Oh, gut gemacht, Harry. So, jetzt mache ich das. Sehr gut. Okay, ich glaube, langsam läuft's. Wir müssen halt erst noch uns richtig anfreunden. Also ich meine, wir sind seit 4 Jahren hier auf Hogwarts zusammen in einer Schule und sind eigentlich beste Freunde. Aber wir müssen noch ein bisschen lernen, ne, uns hier so abzustimmen. Ne? Die Sommerferien haben unsere Freundschaft schon arg in Mitleidenschaft gezogen, muss man sagen. Deswegen müssen wir erstmal hier wieder Vertrauen zueinander gewinnen. Außer zu Ron, zu dem habe ich sowieso keins. So, und weil ich Hermine spiele, habe ich auch die Kontrolle über sie. Und ich werde garantiert nicht Ron zur Hilfe eilen. Der kann mich mal kreuzweise. So. Nein, Ron, ich werde nicht deinen Sumpfkrattler da oben besiegen. Harry, besieg erst mal meinen, bitte. Harry, besieg meinen Sumpfkrattler. Harry, Harry, du... Ja, sie greifen Ron an. So, Ron, du schaffst das schon. Wir glauben an dich. Oh, jetzt greift er mich an. Was ist denn jetzt los? Ein super Schlag. So, Sumpfkrattler heben. Nö, also kein Bock. Okay, das Harry, dem helfen wir. Okay, und ja, komm. Bevor Ron gleich weint, ne? So. Stirb, 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 stirb. Sehr gut. Ich glaube, ich sammle wirklich keine Birdie-Bots-Bohnen ein. Es ist grässlich, diese Animation. Geht in den nächsten Raum. Hat er das vorhin auch gesagt, dass wir in den nächsten Raum gehen sollen? Und ich habe einfach nur nicht zugehört. Übrigens, unlogisch, dass es hier überhaupt diese nächsten Räume gibt, weil die existieren in Wirklichkeit gar nicht. Geribus Bob ist ahoi. Versucht, die Belohnung mit dem Aktio-Zauber herbeizuzaubern. Aktio-Zauber? Oh Gott, ich muss mir ganz viele... Ich muss mir ganz viele Zauber nicht merken. Schlecht. Die alle auf unterschiedlichen Vergesst Tasten nicht, liegen. Unerreichbare Belohnungen könnt ihr mit Aktio herbeizaubern. Ich soll für eine einzige Birdie-Bots-Bohne Aktio, wieso sagen die eigentlich Aktio?
Zauberdrops sind gut, um die Energie zu steigern. Aha. Interessant. Das sieht aus wie Dumbledore. Das sieht aus wie in der großen Halle ein bisschen. Hey, warte mal, habe ich jetzt die... Warte mal, gibt's hier noch irgendwas? Wie sieht es denn hier mit Geheimnissen aus? Das frage ich mich gerade. Okay, ein bisschen gibt's was an Geheimnissen. Muss man die hier anscheinend so... Muss man gegen irgendwas zaubern und dann kommen da halt Sachen raus. Aber dass es keine Schokofroschkarten gibt, zumindest nach meiner ersten Erkenntnis, ist einfach grauenhaft und ich bin echt enttäuscht. Also nur so komische andere seltsame Karten. Aber warum sind die denn... Oh, so viele Schokofrösche auf, wie ihr könnt. Die Schokofrösche, die man so verzaubern kann, dass die betäubt werden. Das hätte ich im zweiten Teil gebraucht, wo die Dinger mir immer wieder weggelaufen sind. Jetzt hat man zumindest eine Möglichkeit, die anzugreifen. Okay. Ich glaube, wir sollten nicht die ganze Zeit hier irgendwas an... Ich weiß nicht, wie sehr soll ich die Dinger denn sammeln? Ich bin noch nicht so ganz scharf auf die Belohnungen. Die wurden mir noch nicht so attraktiv vorgestellt, wie es in den anderen drei Teilen bisher der Fall war. Mit den Schokofroschkarten. Ja, ich werde da nur oft rumreiten, Leute. Kann mich hier noch irgendwas... Oh ja. Okay. Diese Kisten bringen auf jeden Fall immer ordentlich. Zauberbuch einsammeln machen wir auf Pfeiltasten. Okay. Ja, ich würde sagen, dann machen wir das mal, oder? Also hier nochmal ein bisschen. So, die nehmen wir auch noch mit. Ich habe auf jeden Fall von allen am meisten, würde ich sagen. Am Ende des Levels wird das ja zum Glück nochmal zusammengefasst. Können wir dadurch die Tür noch durchlaufen? Das machen wir auch nochmal eben. So. Ne, da können wir natürlich nicht durch. Alle anderen sind offen, aber dann, ne? Das Aqua Erupto Zauberbuch. Klasse! Klasse! Toll! Wie die geguckt haben. Neues Level. Wieso geht das so schnell? Ich will das doch mal lesen. Perfekte Zauber 0, Kombi Zauber 0. Tolle Zauber 0, perfekte Zauber 0, Kombi Zauber 0, Zauber 4. Ich glaube, das war eine Scheißrunde. Anfänger. Ey, wir sind Anfänger, Leute. Also ich. Ja, toll, schön, freut mich. 137, Ron hat 11, mal wieder Ron der Schlechteste. Wen wundert's? Nur einer der Champions kann das Trimagische Turnier gewinnen. Dieser Champion muss drei sehr gefährliche Aufgaben überstehen. Eure drei Champions sind... Victor Krug, Fleur Delacour und schließlich Cedric Diggory. Aber plötzlich... Harry Potter. Harry Potter? Vor allem, warum muss das bei Harry ausgerechnet so eine krasse Feueranimation sein? Das hebt ihn wieder auf ein ganz anderes Level. Stellt ihn so als Göttlichkeit dar. Dabei ist er ja gar keine Göttlichkeit, sondern... ja, Leute, das war die zweite Lektion, die wir abgeschlossen haben. Und, ja, ich würde sagen, wir machen pro Folge immer eine Lektion. Ist, glaube ich, am sinnvollsten, weil sonst wird eine Folge zu lang. So wird aber eine Folge zu kurz. Naja, schicke 15 Minuten. Ich glaube, länger kann man sich so eine Folge auch nicht geben, oder? Ich glaube, länger kann man sich so eine Folge eh nicht geben. In diesem Sinne, Leute, hoffe ich, dass euch auch die heutige zweite Folge gefallen hat. Wenn dem so ist, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Oder seid einfach ehrlich und schreibt mir in die Kommentare, was für ein beknacktes Scheißspiel das ist. Weil es ist ein beknacktes Scheißspiel. Und dann sehen wir uns vielleicht wieder, wenn ihr ein bisschen masochistischer anlagt seid, in der nächsten Folge. Ich freue mich sehr auf euch zumindest. Und ja, sage in dem Sinne einen schönen Tag euch allen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.